Regionalliga Spiel zwischen dem Barlinger FC und dem KSV Hessen-Kassel entstand 5:4. Vorab eine Information im Terminchaos der Regionalliga. Der 13. Spieltag, das heißt, die Partien, die am kommenden Dienstag und Mittwoch hätten stattfinden sollen, sind jetzt verschoben bzw. abgesagt. Wie es ab nächsten Samstag weitergeht, wissen wir immer noch nicht. Halten Sie natürlich über unsere Medien auf dem Laufenden. Herzlich willkommen, die beiden Trainer zu meiner Rechten, Tobias Damm vom KSV Hessen-Kassel und aus unserem Trainerteam, dem Axel Siefer. Ja, Tobias Damm, sehr spektakuläres Spiel. Wie lautet Ihre Einschätzung? Ja, erstmal hallo an alle und Glückwunsch natürlich an euch für die drei Punkte. Für euch natürlich nach so einem Spielverlauf. Seid ihr mit Sicherheit sehr zufrieden. So ein Spektakel, sage ich mal, in einem Heimspiel. Und dann als Sieger vom Platz zu gehen, ist für euch natürlich sehr erfreulich. Für uns halt nicht, wenn man sich die erste Halbzeit mal anschaut. Wir kommen eigentlich gut ins Spiel, spielen eine gute erste Halbzeit, machen auch zwei Tore und trotzdem liegst du in der Halbzeit zurück mit 2:3, weil du drei Tore fängst, genau so, wie wir das heute Morgen noch im Hotel angesprochen haben, was Barling auch stark macht. Und dann ist es natürlich auch schwer, immer wieder zurückzukommen nach solchen groben Fehlern, sage ich mal. Wir sind aber immer wieder zurückgekommen. In der ersten Halbzeit sind dann in der zweiten Halbzeit doppelt zurückgekommen, fangen relativ früh, ich glaube nach 7 Minuten in der zweiten Halbzeit, das 2:4. Und trotzdem hat die Mannschaft nicht aufgegeben. Da kann ich heute auch wieder überhaupt keinen Vorwurf machen, was die kämpferische und was die läuferische Leistung angeht. Wir haben wieder einen riesen Aufwand betrieben, sind dann wie eben gesagt doppelt zurückgekommen, machen das 4:4 und dann musst du eigentlich dann auch mal dich wieder mehr konzentrieren auf die Defensivarbeit und dass du zu wenigstens dann noch einen Punkt hier mitnimmst und dann natürlich extrem bitter durch so einen Elfmeter. Von uns, wir konnten halt sehr gut draufschauen. Für mich definitiv kein Elfmeter, aber ich glaube, dass das abzusehen war, dass wenn die Möglichkeit gibt, dass der Schiedsrichter den auch pfeift, der hat ihn gepfiffen. Und somit gewinnt Barling am Ende 5:4. Wir hätten gerne mindestens einen Punkt mitgenommen auf unsere weite Heimfahrt, die wir jetzt haben. Ist leider nicht so. Müssen wir jetzt durch, müssen das Ganze jetzt analysieren. Und auch erstmal natürlich vom Kopf her verkraften. Haben wir ja schon eben gehört, dass am Dienstag, Mittwoch nicht weitergeht. Was dann nächste Woche passiert, müssen wir noch abwarten. Vielleicht kommt heute noch im Laufe des Abends noch irgendwas von der Regionalliga. Wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Euch auch weiterhin viel Erfolg in der Liga. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, vielen Dank, Axel, deine Einschätzung. Ja, vielen Dank, Tobias, für deine offenen Worte. Ja, ich denke, es war ein sehr, sehr intensives Spiel, wo man beide Mannschaften eigentlich ein Lob aussprechen kann. Ich glaube, die Mentalität war von beiden Mannschaften gleich. Es haben beide Mannschaften nach vorne gespielt, es haben beide Mannschaften versucht, eine Entscheidung zu finden und zu suchen. Sind alle an die Kante gegangen. Ja, noch dazu müssen wir natürlich sagen, dass wir am Mittwoch noch ein Spiel gegen den SC Freiburg hatten, wo uns zusätzlich noch in den Gliedern gesteckt ist. Und wenn man mal sieht, auch am Mittwoch, ja, trotz der Niederlage, dass zwei, drei Freiburger Spieler auf dem Platz lagen und Krämpfe hatten, die ja immer noch nach vorne marschiert sind und die ja immer noch gelaufen sind, dann muss ich sagen, ist das eine unfassbare Mentalität, was unsere Mannschaft hat. Ein Wille, ein Teamgeist, ja, der im Moment alle technische, taktische Vorgaben total überspielt. Ja. Die Mannschaft löst sehr viel mittlerweile auch aus dem Spiel raus. Ja, natürlich versuchen wir, gerade Dennis, immer wieder Ordnung reinzubringen, aber die Mannschaft ist so gefestigt in sich, ja, dass sie auch momentan unsere Achillesferse, die vielen Gegentore, einfach hinnimmt, wegsteckt,
ja, und alle miteinander wieder nach vorne brechen und versuchen, ein Tor zu schießen. Also über Taktik will ich heute gar nicht sprechen. Es ist eine überragende Leistung, was unsere Jungs in den letzten Wochen abziehen, immer nur kommen zum Training, zum Regenerieren, dann wieder ein Training, ein kleines bisschen auf das neue Spiel vorbereitet, so geht es jetzt schon seit Wochen, ja, ohne Substanzverlust und ohne die Leistung von Hessen-Kassel zu schmälern, hat sich die, unsere Mannschaft diesen Dreier hier einfach verdient, ja, gegen eine sehr, sehr robuste Mannschaft. Ich glaube, hast du eigentlich jemand unter 1,85? Also die Mannschaft ist sowas von robust, ja, und das hat man auch an der Analyse gesehen. Ich glaube, ihr geht euren Weg, ja, und ich will nochmal beide Mannschaften beglückwünschen für ein gutes Spiel. Natürlich für euch ein verlorenes Spiel, mit Sicherheit ärgerlich, ja, aber ein Riesenkompliment an die Spieler heute, die wirklich den Zuschauern ein Spektakel geliefert haben. Und es war Werbung für einen Fußball, Werbung für einen offensiven Fußball, Werbung für Leidenschaft. Und dazu nochmal beide Mannschaften ein großes Kompliment. Dankeschön.